Nun ist es also passiert. Wir sehen einen Trendbruch und zwar auch einen Trendbruch bei entscheidenden Marken. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markenflüster. Und so furchtbar überraschend ist das eigentlich nicht angesichts der Situation. Überraschender vielleicht sogar viel mehr, dass es so lange gedauert hat, weil die Aktienmärkte, speziell an der Wall Street, gelegentlich doch eine relativ lange Leitung haben, um bestimmte Dimensionen offenkundig zu erfassen, die andere Märkte schon länger erfasst haben, wie zum Beispiel die Anleihemärkte. Das kann man einfach relativ gut zeigen. Hier sehen wir die 10-jährige Staatsanleihe, respektive deren Rendite, die immer weiter gefallen ist, aus Rezessionssorgen, aus dem Glauben heraus, dass die Fed die Zinsen senken wird. Und wir sehen hier einen Aktienmarkt, der 500 Mal diesen Handelsdeal eingepreist hat, der dann doch nicht kommt und so weit entfernt ist wie noch nie. Chinesische Medien schießen weiter sehr, sehr hart gegen die USA und man sagt, wie Hu Xijin, das Orakel von Peking, der Chefredakteur der Global Times, den ich öfter gebracht habe in letzter Zeit, weil er eine doch relativ authentische Stimme ist, die das Denken der Führung in Peking wiedergibt, der sagt hier ganz klar, die Versuche der Amerikaner, chinesische Firmen zu zerstören, das ist nicht nur ein Handelskrieg, die USA, die driften weg von der Verteidigung ihrer Interessen hin zur Zerstörung Chinas, harter Tobak, und weiter geht es eben, China is mulling qualitative change in countermeasures, also China versucht jetzt sozusagen qualitative Änderungen zu machen in den Gegenmaßnahmen. Wir haben diese Geschichte mit den seltenen Erden. Die Amerikaner denken irgendwie, ja, seltene Erden brauchen wir nicht. Wie das heute seltsamerweise Markus Koch gesagt hat, doch, sie brauchen es, sie sind darauf angewiesen. Wenn wir uns mal anschauen, für was diese seltenen Erden gebraucht werden, hier die einzelnen dieser seltenen Erden, da ist zum Beispiel High-Intensity Lightning Batteries, also viel Batterien. Wir sehen Glass Coloring, Petroleum Refining, Glass Production, Magnete vor allem. Das sind so die Anwendungsbereiche. Optical Fibers und. Das sind Laser. Das sind so diese Anwendungsbereiche dieser seltenen Erden. Und ja, die Amerikaner brauchen das. Ja, man ist auch selber Hersteller von seltenen Erden, aber man hat etwa 7% Weltmarktanteil. Die Chinesen um und bei 75 bis 80%. Das ist also eine ganz andere Hausnummer. Und dementsprechend ist jetzt ein bisschen Druck in der Pipeline, nachdem die lange Leitung der Aktienmärkte realisiert hat, oh, wir haben ein Problem. Das kommt ja völlig überraschend. Nein, kommt es nicht. Die Anleihemärkte haben das schon lange geschnallt. Die Aktienmärkte tun sich mit bestimmten Realitäten offenkundig ein bisschen schwieriger. Aber auch an den Aktienmärkten hat sich das angekündigt. Wir sehen hier den Nasdaq, oben wie unten. Und wir sehen hier oben eine Hanging Man-Formation auf Wochenbasis. Wir sehen hier diese Trendwende und dann die rote Kerze. Dann nochmal der Versuch einer Erholung. Und jetzt setzt sich dieser ganze Trendbruch eben fort, den wir hier unten sehen. Aus diesem Wedge, aus diesem Keil ist der Nasdaq eben nach unten ausgebrochen. Und ich kann es nur noch mal sagen, es sind vor allem die US-Tech-Werte, die im Fokus dieses Handelskriegs stehen. Dementsprechend könnte es für die dann besonders unangenehm werden. Was haben wir noch? Was passiert eigentlich beim S&P, dem Leitindex der Welt? Hier hat Art Cushion, ein legendärer Trader, der derzeit für die UBS arbeitet, gesagt, wenn wir unter die 2800er-Marke beim S&P brechen, dann haben wir den 100-Tage-Durchschnitt bei 2783 und den 200-Tages-Durchschnitt bei 2776. Vorhin waren wir schon unter diesem 200-Tages-Durchschnitt. Dann sagt er, bekommt das nächste wahrscheinliche oder wird das nächste wahrscheinliche Ziel dann die 2632er-Zone. Können wir uns mal in anderer Perspektive auch anschauen. Hier sehen wir nämlich einen Chart, der das sehr gut illustriert, was hier eigentlich möglich ist. Wäre hier eine solche Top-Formation, Chart von Avi Gilbert, sehr, sehr guter Chart-Techniker Elliot Wafer, der hier zeigt, was da eigentlich alles möglich ist. Wir haben hier eben diese Trendlinien und es ist sogar wahrscheinlich, dass wir möglicherweise sogar unter das Tief aus dem Dezember fallen, wenn es blöd läuft. Avi Gilbert sagt aber auch, langfristig werden wir neue Allzeithochs sehen, aber eben langfristig, da ist noch ein weiter Weg dahinter, davor müssen wir wahrscheinlich runter. Wir können das auch an diesem Chart zeigen, diese steile Aufwärtstrendlinie, die wir jetzt oder einer dieser unteren Linien, die wir jetzt offenkundig testen, und würden wir hier durchfallen, dann wäre der weitere Weg eben bis hier zu dieser
Marke zu dieser wirklich langfristigen Aufwärtstrendlinie seit dem Jahr 2009. Und das wäre etwa im Bereich der Tiefs, die wir im Dezember gesehen haben beim S&P, eben in dieser Zone 2300. Was haben wir noch? Wir haben vor allem die Charts und die wollen wir uns anschauen. Was ist da zu sagen? Das ist der S&P 500, der aus diesem Seitwärtsgeschiebe rausgefallen ist mit Bruch der 2800er Marke. Ich hatte heute Morgen im Videoausblick thematisiert, Verkaufssignal aktiviert. Dem ist auch noch so. Wir haben hier nochmal den Versuch gemacht, da drüber zu laufen heute Morgen, aber dann kam sofort Druck in die Pipeline. Der Druck gilt jetzt eben insofern, als wir eben unter der 200-Tage-Linie sind, unter der 100-Tage-Linie. Wir haben also wichtige, gerade für institutionelle Investoren, wichtige Marken hier gebrochen. Wir haben den Dow Jones, der vorhin unter der 25.000er-Marke war, jetzt direkt dran ist an dieser Marke. Und wir haben den Nasdaq, der bei 7.186 hantiert und damit seine Talfahrt weiterführt. Der DAX kann da natürlich nicht sich entkoppeln. Wir sind bei 11.827, ist alles so ein bisschen mit angezogener Handbremse, hat man das Gefühl, was der deutsche Leitindex hier veranstaltet. Wir sehen insgesamt Dollarstärke wieder auf breitester Front, der Euro bei 1,1134, die US-10-jährige Staatsanleihe heute schon unter der Marke von 2,21%. Tiefster Stand wieder mal seit 2017, rein in die vermeintliche Sicherheit der US-Staatsanleihen. Da bekommt man noch Rendite, da geht man ein Stück weit aus dem Risiko. Das ist hier die Überlegung. Wir sehen, dass der Goldpreis sich halten kann, 1282, trotz der Dollarstärke. Und wir sehen, dass Öl unter Druck ist, hier schon teilweise unter der 57er-Marke, das WTI. Öl. Also, das ist schon ein Trendbruch, was wir jetzt sehen. Die lange Leitung der Aktienmärkte hat realisiert. Houston, wir haben ein kleines Problem. Und jetzt ist man so in den ersten Zügen dabei, das einzupreisen. Gegenreaktionen sind möglich und sogar auch wahrscheinlich. Wir haben in Teilen schon wieder einen überverkauften Zustand, sodass wir möglicherweise irgendwelche Hoffnungstweets von Larry Kudlow, Donald Trump, Steve Mnuchin oder wem auch immer sehen könnten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Deal zwischen den USA und China stattfindet, ist gerade angesichts der medialen Berichterstattung in China geradezu ausgeschlossen. Die einzige Hoffnung, die hier noch besteht, ist, dass es doch vielleicht zu einem Vier-Augen-Gespräch dann Ende Juni auf dem G20-Gipfel kommen wird, aber nach derzeitiger Lage wird wohl Xi Jinping sich dem nicht aussetzen. Was will man da verhandeln? Er wird Forderungen stellen und die Forderung wird heißen, nehmt den Bann gegen Huawei zurück, dann können wir uns wieder an einen Tisch setzen. Das ist in etwa das Szenario. Morgen ja Feiertag in Deutschland, der DAX hat gleichwohl auf, aber ich werde meine müden Knochen nur dann vor die Kamera bewegen können, wenn wirklich Außergewöhnliches passieren würde. Mithin will ich damit sagen, morgen also kein Videoausblick und kein Marktgeflüster, es sei denn, der Himmel würde uns zwischendurch auf den Kopf fallen, was so unwahrscheinlich ja vielleicht gar nicht ist. Wir werden sehen. Ihnen einen schönen Feiertag, alles Gute, bis dann, nämlich am Freitag, bis dann, Servus.